warum nicht in Deutschland? Dann habe ich zu ihm gesagt, Uli, ich war eine Woche in Bulgarien, habe oben neue Zähne gehabt. Ich war eine Woche in Bulgarien, habe unten neue Zähne gehabt. Und guck, wie das ausschaut. Die Leute, die mich kennen, die kommen und sagen, hey, zeig mal, klasse. Der zeitliche Ablauf, also morgens operieren und abends neue Zähne. Also innerhalb von 24 Stunden neue Zähne, dass ich wieder beißen kann. Zufällig über Facebook. Ich habe 2 Jahre lang nach einer guten Klinik gesucht. Und dann war Dentaprime. Oh, guck mal. Und dann war ich von dem, wie Dentaprime arbeitet, einfach überzeugt. Als ich das Gebäude von außen gesehen habe, habe ich mir gedacht, wow. Diese Diskrepanz zwischen den Häusern, Straße, Umgebung und dann dieser Bau hier. Und dann in der Klinik drin, macht atemlos. Und dann die Leute schon am Eingang, super höflich, super nett, super freundlich. Und am nächsten Tag kommst du hierher, oh, Herr Demke, hallo. Also der Wiedererkennungswert ist, das gibt's nirgends. Das gibt's nur hier. Die Zähne sind das, was Lebensqualität ausmacht. Wenn ich den Mund aufmache und ich kann einfach lachen, ich muss nicht Hand vor den Mund halten oder verschämt lachen, ich kann Menschen wieder gerade ins Gesicht gucken und sagen, hey, ich habe tolle Zähne im Mund. Mir würde nichts einfallen, was ich verbessern könnte. Ich habe das letzte Mal gesehen, da war ein Patient da, der hatte erst am Mittwoch wieder einen Termin und dann sagt das Fräulein von der Rezeption, Herr, sowieso, wir sehen uns dann am Mittwoch um 11 Uhr wieder. Mach das mal in Deutschland. Sag mal, in Deutschland bei einem Arzt und die Empfangsdame weiß genau, wie der Patient heißt und wann der wiederkommt. Das gibt es nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und hier ist es Normalität. Das ist der ganze Aufbau, der ganze Ablauf ist perfekt. Da muss man nicht viel erklären. Dentaprime ist selbsterklärend. Das ist das Ergebnis.